Wir sind wieder unter Wasser, hier bei Beyond Two Souls. Ruhig bleiben, Aiden. Wir sind in der Tiefe. Beim Kondensator einer Kluft, die unter Wasser ist. Einem Portal, das wir jetzt schließen müssen. Denn wir haben es auch in der letzten Folge geöffnet, bewusst oder unbewusst. Die Katastrophe ist auf jeden Fall ausgebrochen. Und Ryan hat dafür sogar ein Auge verloren. Ich muss ja schon mal erwähnen, dass die Level wirklich abwechslungsreich sind. Das kann man einfach nicht vorwerfen. Mittlerweile stapfen wir unter Wasser in Richtung Weltenrettung. Und da ist er. Da ist das Portal. Nein, Aiden. Man darf uns nicht bemerken. Wir können jetzt nicht auf Aiden zugreifen. Die Frage ist nur, ob hier irgendwie ein Schalter ist, wo wir den Kondensator einfach abschalten können. Wenn dem so wäre, wäre das verdammt gut. Da vorne ist was. Aber wir nehmen die rabiatere Methode. Wir sprengen das Ding in die Luft. Ich frage mich nur, was passiert, wenn die Kluft dann noch offen ist. Und man darf uns nicht bemerken. Wir werden hier sowieso gesehen. Hier ist die Hölle ausgebrochen. Die ganze Station wurde hingerichtet. Wie viele Ladungen müssen wir ersetzen? Da vorne ist die nächste. Also die hatten das schon ziemlich abgesichert. Auch mit dieser Schranke und allem. Aber waren die dann unter Wasser frei, die Existenzen? So ganz erklären kann ich es mir nicht. Jetzt heißt es abhauen. 3 Minuten. Schnell zurück. Nur wo war zurück? Hier war es nicht. Oh mein Gott, jetzt finde ich den richtigen Weg hier raus nicht. Weil ich mich nicht wirklich orientiert habe. Hier ist es auch wirklich pechschwarz. Und alles sieht gleich aus. Da geht's auch nicht weiter. Es muss da hinten sein. Da vorne, wo es leuchtet. Glücklicherweise greifen uns die ganzen Existenzen nicht an. Wenn dem so wäre, hätten wir wirkliche Probleme. Da vorne, die Lichter. Orientier dich einfach nur an den Lichtern. Da muss es zurück zur Station gehen. Oh oh. Oh fuck! Fuck, ich verliere Luft! Renn, Jody! Was ist das? Zeit, dass das Ding gesprengt wird. Der einzige Weg. Wir müssen jetzt ganz schnell in die Station rein. Wenn uns das wie kriegt, haben wir richtige Probleme. Heul. Doch sicher ist das Ganze noch lange nicht. Du stirbst heute hier mit mir, Mensch. Größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Zerstört! Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Miststück! Kann die nicht mal böse sein. Schraubendreher. Autsch. Oh mein Gott.
alles umsonst! Du Penner. Du kleiner Penner. Ach, du Scheiße. Da weiß man manchmal gar nicht, in welche Richtung man gehen muss. Das war mein Schraubendreher. Siehst du, was du entfesselt hast? Siehst du denn nicht, was du entfesselt hast? Ah. Oh mein Gott. Das ist unsere Chance. Boah. Jetzt aber. Der ist doch wahnsinnig, der Typ. Ihr bricht gleich das Wasser rein. Die Scheibe ist gesplittert. Und ich lasse mich hier verprügeln. Jetzt heißt es wirklich anstrengend. Backe, renn! Renn um dein Leben, Joey. Ich hoffe, das kriege ich jetzt hin. Ich hatte Schwierigkeiten bei dem Kampf. Ach, nein, gestolpert. Oh mein Gott. Lass mich los, du Psycho. Boah, ich bin so aufgeregt. Unglaublich. Schnell weiter. Ich hab den Kopf eingezogen, wirklich. Ich schwör's. Weiter. Hier bricht gleich der ganze Laden zusammen. Wir haben keine Luft. Was ist mit Ryan? Sind die raus? Sind die rausgekommen? Was ist mit unseren Kollegen vom CIA? Was ist mit Aiden? Äußerst knapp, äußerst knapp. Jetzt heißt es rennen, schnell da drunter. Kein U-Boot. Verdammt, Ryan. Wo zum Teufel bist du? Ryan. Hast du gedacht, ich lasse dich hier? Was für ein Spektakel. Was ist passiert? Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört. Wir haben ein Leck. Wir werden ertrinken. Die Oberfläche ist nicht weit. Vielleicht schaffen wir es lebend bis hoch. Ja, klingt nach einem vernünftigen Plan. Vielleicht der einzige Plan, der uns bleibt. Wir können nicht auf Aiden schalten. Wir müssen es tun. Oh Gott. Man darf ja auch nicht zu schnell nach oben schwimmen eigentlich, wegen der Lunge. Was ist mit Ryan? Was ist mit Ryan? Der Junge hat schon sein Auge verloren. Und er hat uns gerettet. Der schafft das. Shit.
Es ist zu kalt. Er lebt. Eiskalt. Fuck, ich hasse Kälte. Tut mir leid mit dem Auge. Schon okay. War die richtige Entscheidung. Ich hätte es auch so gemacht. Immer noch sauer auf mich? Nein. Nein. Mir ist zu kalt, um sauer zu sein. Weißt du, ich hab dir das nie gesagt, aber ich liebe dich, Jodie. Heftig. Er meint es wirklich ehrlich. In so einer Situation? Unter anderen Umständen wäre ich sehr bewegt. Wollte, dass du es weißt, falls wir hier drauf gehen. Gut. Also, was ist mit dir? Liebst du mich denn auch? Wir sagen ja, weil er hat echt bewiesen, dass er es ernst meint. Ja. Ja, ich liebe dich, Brian. Gut. Küss mich. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wir sind gerettet, aber lebt er noch? Oder sind alle erfroren? Hier übrigens mal für die, die mal kurz die Zeitleiste sehen wollen, Auge um Auge, haben wir die Trophäe bekommen. Dann wissen wir ungefähr, wo wir sind. Fast zu einfach, haben wir auch verdient, die Trophäe. Es lief ja halbwegs gut. Gute Nacht, Prinzessin. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Und wir wissen immer noch nicht, ob Ryan überlebt hat, weil wir jetzt wieder einen Zeitsprung erleben. Und Jodie liegt im Bett. Wahrscheinlich der Tag, nachdem Nathan das mit seiner Familie mitbekommen hat. Einschlafen kann sie wieder mal nicht. Das kennen wir ja von ihr. Was? Da vorne. Wer ist dieses Mädchen?
Sie geht einfach weiter. Und es wird kälter. Denn wenn Geister in der Nähe sind, wird es immer kälter, sagt man ja so. Wir können ihr nur mit Aiden folgen. Sie kommt zurück. Die Tür ist offen. Wir haben im Moment keinen Zugriff auf Aiden. Vielleicht ist das die Tochter von Nathan. Hieß die nicht Laura? Das erinnert mich sehr an The Ring. Wo will sie uns hinführen? Ich glaube, wir können ihr vertrauen. Nee. Am Boden zerstört. Jody. Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Was sollen wir tun? Seine Tochter hat uns auf jeden Fall ein Zeichen gegeben. Vielleicht, dass wir uns um Nathan kümmern sollen? Ich verstehe. Ich verstehe. Sehr gut verstehe ich. Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jody. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Helen. Laura. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jody, bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Schwere Schicksalsschläge. Teile unseres Lebens. Der arme Nathan. Ein schwerer Schicksalsschlag. Was ist da auch in China vorgefallen? Mein Gott, war das eine Episode. Wieder emotional und actionhaltig zugleich. Das kann Beyond Two Souls besonders gut. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.